heißt eigentlich die Frage, auf die Führung die Antwort ist. Von dieser Ursprungssituation aus entwickle ich 5 Kernaufgaben von Führung, wo ich der Auffassung bin, das ist das, was eine Führungskraft grundsätzlich und immer und überall machen muss. Die 5 Kernaufgaben von Führung sind erstens Zusammenarbeit zu organisieren, die sich von alleine möglicherweise nicht ergibt. Zweitens Transaktionskosten senken. Drittens geht es darum, Ziel- und Wertkonflikte zu entscheiden. Viertens Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und fünftens etwas, was eigentlich quer schon zu den ersten 4 liegt, aber was ich nochmal explizit herausgehoben habe, Menschen führen, Mitarbeiter führen. Wie stellt sich eigentlich Zusammenarbeit natürlicherweise ein? Unter welchen Bedingungen wird eigentlich Zusammenarbeit wahrscheinlicher? Ich glaube, dass die Besinnung auf ein gemeinsam zu lösendes Problem auf sehr natürliche Art und Weise Zusammenarbeit erzeugt. Ganz anders, als wenn man immer vom Teamgeist redet. Unser gesamtes Leben ist ein Leben im Ziel- und Wertkonflikt. Und wenn man fragt, weshalb gibt es eigentlich Führungskräfte, dann kann man mit guten Argumenten sagen, eben weil es Zielkonflikte und Wertkonflikte gibt, die manchmal dazu führen, dass eine ganze Organisation in die Paralyse geht, also ins Stocken gerät und dann nichts mehr entschieden wird. Und ich brauche irgendeine Institution in dem Unternehmen, die die Entscheidbarkeit von Ziel- und Wertkonflikten sichert. Und das ist etwas, was natürlich zur individuellen Voraussetzung Zivilcourage und Mut bedeutet. Zur organisatorischen Voraussetzung ist etwas sehr, sehr wichtig, dass nicht alles über Policies und Bürokratie vorentschieden ist, damit das Individuum, die Führungskraft, der Mensch überhaupt noch Freiraum hat, am Point of Sale, am Kunden, im Markt etwas zu entscheiden. Zukunftsfähigkeit ist eine Kernaufgabe, die, wenn man sie nennt, den meisten Führungskräften sofort transparent ist. Alle sagen, jawohl, das ist das Zentrale. Und alle sagen gleichzeitig, genau das mache ich nicht. Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich permanent mit Dringlichen und nicht mit Wichtigen. Ich muss also als Führungskraft gleichsam immer wieder in homöopathischen Dosen Störungen einbauen, damit die Menschen denken, was andere nicht denken, machen, was andere nicht machen, auf das Unerwartete vorbereitet sein, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, und gleichsam von der Zukunft her denken und zu schauen, das, was gestern funktionierte, mag vielleicht noch funktionieren, aber wir brauchen neben dem Standbein auch ein Spielbein. Die Erfolgsrezepte der Vergangenheit werden garantiert nicht die Erfolgsrezepte der Zukunft sein. Wenn man so wie ich von einem Menschenbild ausgeht, das in den Mitarbeitern Erwachsenen sieht, ein Freiheitswesen, dann glaube ich, kann man grob sagen, finde die Richtigen, vertraue ihnen, fordere sie heraus, sprich häufig miteinander, zahl sie gut und fair und dann geh aus dem Weg. Und dieses dann geh aus dem Weg ist vielleicht das Wichtigste, weil ich glaube, dass die einzig legitime Idee von Mitarbeiterführung die Selbstführung ist. Es geht in allererster Linie darum, in der Lebensqualität anderer Menschen einen Unterschied zu machen, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Und eines der fundamentalsten, vielleicht sogar die fundamentalste Führungsaufgabe ist es, Arbeit als Arbeit für andere, für den Kunden, immer wieder bewusst zu machen. Und zu sagen, alles, was wir tun, tun wir mit Blick auf den Kunden und von dem her definieren wir unsere Existenzberechtigung. Ich glaube, ich bin zum Teil sehr pragmatisch mit meinen Vorschlägen. Das heißt, ich sage sehr konkret, wie denn diese Aufgabe zu erfüllen ist. Dennoch bleibe ich natürlich bei meinem grundsätzlichen Ansatz und der heißt, Erfolgsrezepte gibt es nicht. Die kann ich dir nicht liefern. Was ich dir beschreibe, sind Zutaten, aber kochen musst du selbst.